Hallo Leute, heute möchte ich gerne vorstellen, wie ich Tomaten filetiere. Das ist keine große Kunst, das ist auch kein Hexenwerk und ich werde das mal in einem kurzen Video demonstrieren. Symbolisch habe ich hier drei Tomaten, man kann natürlich auch mehr nehmen. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Schüssel, wo nachher die einzelnen Filetwürfel hineinkommen. Wir brauchen eine Abfallschüssel. Wir brauchen zwei Messer, ein großes und ein etwas kleineres. Wir brauchen eine Schaumkelle. Und wir brauchen einen Topf mit heißem, leicht kochendem Wasser. Wir brauchen eine Schüssel mit kaltem Wasser. Wenn das mal mehr als drei Tomaten sind, die man abpellen möchte, dann sollte da auch Eis drin sein. So, und dann werden wir jetzt starten. Wir sehen, das Wasser fängt an zu kochen. Und dann kommen die abgewaschenen Tomaten hinein. Und jetzt dauert es wirklich nur 20, 30 Sekunden. Und dann sollte man auch schon sehen, dass da sich ein wenig die Haut löst. Und dann können die auch schon wieder raus, abgeschreckt werden im kalten Wasser. Jetzt können wir das mal ein bisschen runterregeln. Und hier sieht man wunderschön, wie es schon eingerissen. Es gibt ja auch die Fraktion, die sagt, ne, hier muss noch ein bisschen. Es gibt auch noch die Fraktion, die sagt, wir schneiden die Tomaten über Kreuz ein unten. Das muss nicht sein. Ich finde es auch eigentlich richtig, dass man es nicht macht, weil wir beschädigen zu viel von der Tomate. So, die zweite kann auch raus, wenn ich an der dritten vorbeikomme. Ist noch ein bisschen widerspenstig. Nein. Also jetzt auch. So, jetzt kühlen die etwas ab. Die sind also abgeschreckt, damit sie nicht weiter garen. Erkennt man dann immer daran, dass die an der Seite, wo man jetzt die Haut gleich abzieht, ja, so einen leichten Schmierfilm bilden. 30 Sekunden zum Abkühlen und wir gucken mal und siehe da, wie schön die Haut abgeht. Man muss da also auch gar nicht mit dem Messer ran. So. Hier sieht man also herrlich. Das geht also im Stück geht das ab und hier braucht man auch bloß gar nicht mit dem Fingernagel groß bohren, sondern einfach ein bisschen beiseite schieben und dann löst sich die Haut von alleine. So, es geht weiter mit dem Zerteilen. Wir schneiden die Tomate in zwei Hälften und die dann in Viertel, hier geblieben, die dritte auch noch. So. Im nächsten Schritt geht es darum, das Kerngehäuse und auch den Strunk zu entfernen. Wir sehen hier, man sollte nicht zu tief einschneiden, weil man sonst sehr viel Fleisch verliert. Ich mache das immer so und gehe dann mit dem Daumen einmal hier rein. Mache das natürlich über meiner Schnippelschüssel und entferne somit Wasser und auch das ja, übrig gebliebene Kerngehäuse, wenn noch was über ist. Ich zeige es mal nochmal.
Öl. Einmal ausdrücken. Filet beiseite. Ach so, ich habe vergessen, noch darauf hinzuweisen, immer unten anfangen und zum Strunk hin schneiden. Das hat den Vorteil, weil am Strunk dann doch noch ein bisschen mehr Halt ist, als wenn man das andersrum schneiden würde. Mach mal hier ein bisschen sauber. Dafür benutze ich immer ganz gerne so eine Teigkarte. Und jetzt werde ich diese Filets erstmal in Streifen schneiden. Und dann in Würfel. So, auch hier wieder mit dem Teigschaber. Ich zeige es mal noch einmal. Also so rum hinlegen, nicht andersrum, weil sonst machen wir es kaputt. Und dann schneiden wir, je nachdem, wie wir das nachher weiterverarbeiten wollen, das in Streifen. Hier ist noch ein Stück Pelle. Ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, je nach Weiterverwendung in mehr oder weniger große Würfel. So, und schon haben wir drei große Strauchtomaten filetiert. Und das ist das Ergebnis. Thank you.